Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal leckere Belashi. Es wurde schon mal gefragt, ob ich sie nicht machen könnte. Heute mache ich sie. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Wir brauchen ca. 300 ml warmes Milch, 400 Gramm Mehl, ich habe es schon gesiebt, 50 ml Öl, Sonnenblumenöl, 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Zucker. Päckchen Hefe, das sind 7 Gramm, also ich benutze immer diese Hefe, die ist extra triebstark und gelingt auch immer gut. Für die Füllung brauchen wir ca. 300 Gramm Hackfleisch, ich habe hier Rind und Schwein, eine große Zwiebel habe ich habe sie schon geschnitten, ziemlich fein, ca. 100 ml Wasser, kaltes, und Salz und Pfeffer zum Würzen. Dann brauchen wir noch Öl zum Braten dieser Belashi. So, erster Schritt, ich werde erstmal aus den Zutaten einen Teig herstellen. Ich werde erstmal die Milch, Salz und Zucker kommt auch dazu, die Hefe, und werde erstmal alles umrühren. Ich mache das einfach heute mit der Hand. So, jetzt rühre ich erstmal ein bisschen Mehl rein. Erstmal ein bisschen. Jetzt tue ich das Öl auch dazu. So, ungefähr so muss der Teig sein. Ihr könnt zwischendurch auch etwas Öl nehmen und mit Öl noch mit dazu. Mit Mehl mehr braucht man nicht, da muss so weich sein. Das ist nicht schlimm. Das ist jetzt nicht schlimm, dass er jetzt noch klebt an den Händen. So, jetzt werde ich das mit dem Deckel zumachen und so für eine Stunde wegstellen, damit er so ein bisschen in Volumen sich verdoppelt. So, solange mein Teig jetzt sich ausruht, mache ich die Füllung fertig. Also ich habe jetzt hier eine Zwiebel, die war auch ziemlich groß. Man kann auch zwei kleine nehmen. Einfach jetzt alles vermischen. Also salzen und pfeffern macht nach Geschmack, so wie jeder das mag. So, ich muss auch jetzt, ich nehme erstmal so einen Esslöffel, danach werde ich es probieren. So ein bisschen schwarzer Pfeffer auch, so ein Teelöffel. So, erstmal reicht, ich werde erstmal das mischen. Jetzt kommt noch mein Wasser dazu, ca. 100 ml. Ja, meine Füllung ist jetzt soweit fertig, kann sie jetzt auch ein bisschen stehen. So, circa eine Stunde sind vergangen. So sieht mein Teig jetzt so aus. Hat sich jetzt verdoppelt. Ich tue ihn jetzt auf meiner Platte. Aber zuerst werde ich das etwas mit dem Öl. Ich werde heute nur mit Öl arbeiten, kein Mehl mehr dazugeben. Ich teile das mir jetzt erstmal in zwei Hälften. Daraus mache ich jetzt mir so Kugelchen. So, das ist fertig. So, ich nehme mir jetzt eins. Ich werde heute kein Nudelholz benutzen. Ich mache das einfach so auseinander. Etwas Füllung drauf. Und so ein bisschen so anfangen von den Enden. Schön zukleben. Jetzt mache ich das so, so ein bisschen andrücken und so weiter. Ich werde jetzt meine Belashi ausbraten. Ich habe jetzt auf mittlerer Stufe mein Herd gemacht, damit die Belashi auch ganz schön langsam braten. Sie dürfen nicht so scharf braten, damit es auch das Fleisch fertig ist. Und so ungefähr 2-3 Minuten von jeder Seite, je nachdem, schaut selber, aber bis zu 5 Minuten.
So, ich werde sie jetzt umdrehen. So, circa 3 Minuten habe ich sie angebraten. Ganz langsam. Jetzt tue ich noch ein bisschen den Deckel zumachen. Wir können dann unter Deckel so 2 bis 3 Minütchen langsam braten. Meine Beliche sind jetzt fertig. Ich habe da von den ganzen Zutaten 25 Stück rausbekommen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie sie von innen aussehen. So sehen sie von innen aus. Fleisch ist auch schön durch und der Teig ist auch durch. Auch saftig. Schmecken wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.